Schön, dass du da bist heute zu dem Mobility Workout. Wir machen ein paar Einheiten aus dem Pilates, ein paar Einheiten aus dem Yoga, eine knappe halbe Stunde. Eigentlich für jedes Fitnesslevel geeignet. Mach einfach so mit, wie du kannst und willst. Das ist dein Körper, deine Stunde. Das machst du für dich. Ich freue mich, dass du mitmachst. Wir fangen an, stellen uns im Schulterblattenstand auf, weil die Zehenspitzen schauen in eine Richtung. Bauchnabel schon mal ganz fest nach innen drücken, verlängern die Wirbelsäule, leichtes Doppelkinn, den Nacken einmal lang nach oben ziehen. Wir legen das Ohr auf die Schulter und rollen uns vorne im Doppelkinn langsam zur anderen Seite, richten den Kopf wieder auf und gehen genauso wieder zurück. Wir machen das Ganze einige Male, mach das in deiner Intensität. Schultern ziehen nach unten, Richtung Boden, die sind weit weg von den Ohren. Wir bleiben hier vorne, im Doppelkinn, im Halbkreis, rechts, links. Legen den Nacken nicht, legen den Kopf nicht in den Nacken. Noch zweimal. Einmal noch. Richte den Kopf in der Mitte auf, leg dein Kinn aufs Brustbein und schau einmal rechts und links im Wechsel unter die Achselhöhle. Bleib hier vorne im Doppelkinn und schaukel deinen Kopf hier. Versuch richtig, den Nacken lang werden zu lassen. Schau dir einmal links, schau dir einmal rechts unter die Achsel. Gefühlt, es geht natürlich nicht wirklich. Noch zweimal auf jeder Seite. Komm zurück zur Mitte, richte dann den Kopf wieder in der Mitte auf, Schultern tief. Dreh den Kopf in eine Nein-Bewegung von rechts nach links und versuch dir jeweils den Blick über die Schulter zu werfen. Nur so weit du kannst und willst. Wenn dir schwindelig wird, dann bleib hier vorne in einem ganz kleinen Radius. Du kannst auch jederzeit Pause machen. Gern den Mund aufmachen, kauen, Kiefermuskeln locker lassen, entspannen. Noch zweimal zu jeder Seite. Einmal noch. Und komm zur Mitte zurück. Wir strecken beide Arme nach oben, Schultern tief, die Fingerspitzen zeigen Richtung Decke. Wir lassen jeweils einen Arm nach unten fallen, holen ihn wieder nach oben, als wäre er hier oben fest verankert. Ohne viel Nachdenken den Arm einmal über die Seite fallen lassen, wieder nach oben holen. Den Bauchnabel ganz leicht nach innen drücken. Wir stellen uns immer vor, wir haben eine ganz enge Hose an. Knopf ist zu, Reißverschluss ist zu. Das ist unsere Rumpfspannung. Und jetzt nehmen wir den Oberkörper mit. Wir neigen uns jeweils zu der Seite, zu der wir den Arm fallen lassen. Allerdings nur so weit, dass du die Bewegung noch nur aus dem Rumpf nehmen kannst. Beine und Hüfte bewegen sich nicht mit. Du bleibst stabil. Bewegung kommt nur aus dem Rumpf. Blick schaut zur Hand, die sich nach oben schiebt. Bauchnabel fest nach innen drücken. Neig dich nur so weit zur Seite, dass sich das im unteren Rücken noch angenehm anfühlt. Wenn sich das nicht gut anfühlt, dann neig dich einfach nicht zu viel nach rechts und links. Bleib in einem kleineren Radius. Noch zweimal. Einmal noch. Und nimm die Arme nach unten. Wir ziehen die Arme über die Seite, halten die auf Schulterhöhe, verlagern das Gewicht auf ein Bein, Standbein ganz leicht beugen, das andere Bein lösen und wir zeichnen eine große liegende Acht in die Luft mit dem gestreckten Bein. Such dir am besten irgendeinen Punkt vor dir, der sich nicht bewegt. Schau den die ganze Zeit an
und versuche hier mit dem Bein weit aus der Hüfte rauszukommen. Hüftmobilität. Große Achter. Einmal noch. Und abstellen. Wir verlagern das Gewicht auf dieses Bein, heben das andere, zeichnen damit die Acht, suchen uns kleinen Punkt, der sich nicht bewegt. Schultern fließen nach unten, die sind weit weg von den Ohren. Ein Achter noch. Und stell dein Bein ab. Die Arme sinken lassen. Wir kommen hier in eine Grätsche. Die Zehenspitzen zeigen ganz leicht nach außen. Wir schieben hier in der Mitte den Po nach hinten. Beugen und strecken jeweils ein Bein im Wechsel und schieben den Po nach hinten. Achte darauf, dass dein Knie hinter den Zehenspitzen bleibt. Das steht über dem Sprunggelenk. Korrigiere dich selber immer wieder. Kann ich leider nicht sehen. Wir nehmen jetzt einen Arm und zeichnen eine liegende Acht vor uns in die Luft. Den Arm strecken bis in die Fingerspitzen. So schaffst du einen großen Bewegungsradius. Wir nehmen den anderen Arm. Korrigiere deine Beinarbeit immer wieder. Achte darauf, dass deine Knie wirklich hinter den Zehenspitzen bleiben. Genieß, dass dir warm wird. Wir aktivieren die Schulter. Zuletzt nehmen wir noch beide Arme. Gut. Einmal noch zu jeder Seite. Und wir bleiben in der Mitte, schließen beide Beine und kommen auf die Matte. In den Vierfüßerstand. Wir platzieren die Handgelenke unter der Schulter, die Knie unter der Hüfte. Der Blick schaut nach unten. Versuch, deinen Kopf möglichst nicht nach links und rechts zu drehen, sondern schau wirklich, dass dein Blick nach unten geht. Ellbogen zeigen zueinander. Bauchnabel ganz fest nach oben drücken, Richtung unterer Rücken. Wir strecken das rechte Bein nach hinten aus. Fixieren die Zehenspitzen auf der Matte und schieben uns Arm und Bein und Zeh bleiben auf der Matte. Lang nach vorne und wieder nach hinten. Wir mobilisieren hier das Sprunggelenk, die Handgelenke. Blick nach unten und halte deine Rumpfspannung. Bauchnabel fest. Ein letztes Mal. Und bleib hier hinten. Nimm jetzt dein Bein, klapp das einmal um, sodass die Ferse auf der gleichen Höhe wie die Zehenspitzen liegen. Der Fuß ist parallel zur Mattenkante. Wir richten uns auf, schieben einmal die Hand nach oben. Den Blick kannst du entweder nach unten nehmen. Oder du richtest ihn Richtung Hand. Schau, was sich für deine Nackenmuskulatur besser anfühlt. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Versuch zu halten. Wir halten ein paar Atemzüge. Streck die Hand lang nach oben. Streck das Bein hier lang nach unten. Noch zwei Atemzüge.
Arm wieder absetzen. Zurück in den Vierfüßerstand. Wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Anderes Bein gestreckt aufstellen. Wir schieben uns hier einmal nach vorne und nach hinten. Die Zehen bleiben auf der Matte. Zweimal. Bleib jetzt stehen. Ich muss mich nur anders hinlegen, damit du mich siehst. Bleib stehen. Klapp deinen Fuß einmal um. Richte dich oben auf. Streck dich lang nach oben. Und nimm den Blick entweder mit nach oben oder mit nach unten. Schau, was sich für deine Nacken besser anfühlt. Bauchnabel fest nach innen. Langes Bein halten, halten, ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Einmal noch. Und wir stellen uns wieder auf den Vierfüßerstand. Wir nehmen nochmal das erste Bein, strecken es lang nach hinten. Ich habe jetzt das rechte Bein hinten aufgestellt. Die Hüfte schaut Richtung Boden. Ich nehme den linken Arm, ziehe ihn über die Seite, Blick folgt der Hand. Ich öffne hier den Brustkorb nur so weit, dass ich die Hüfte nicht mitnehmen muss. Also beide Hüftknochen schauen nach unten. Und wenn du dich nur so weit öffnen kannst und du merkst, ab dann würde die Hüfte mitgehen, dann ist es nur so weit. Kein Problem, wichtig, stabile Hüfte. Und wir strecken den Arm einmal unter dem Stützarm durch. Blick folgt der Hand. Mach das in deiner Intensität, in deinem Rhythmus und in deinem Bewegungsradius. Noch zwei. Absetzen, Seite wechseln. Noch zwei. Und lösen. Beide Beine absetzen, den Po zurück auf die Fersen. Schieb dich einmal lang nach vorne. Genieß deine Arme, die du lang machst, den Po, den du zurück auf die Ferse schiebst. Ein paar tiefe Atemzüge halten. In den Vierfüßerstand. Wieder die Knie unter die Hüfte platzieren, die Handgelenke unter der Schulter, Ellbogen zeigen ganz leicht zueinander. Wir ziehen die Schulterblätter weit auseinander, rundrücken, nehmen die Schulterblätter wieder zusammen in die Wirbelsäule, Katze Kuh im Wechsel, runder Rücken und die normale physiologische Form der Wirbelsäule. Auch hier achte darauf, den Blick nach unten zu nehmen und nach vorne. Schau wenig nach rechts und nach links. Noch zweimal. Einmal noch. Und bleib kurz in der Mitte. Jetzt drückst du dich nach oben, zieh die Schulterblätter weit auseinander. Schieb dich mit den Händen und dem Po zurück Richtung Ferse. Nimm die Nase so nah es geht an den Boden. Schieb dich nach vorne und drück den Oberkörper nach oben. Das Ganze ist eine fließende Bewegung.
Vielleicht die Bauchspannung behalten. Schau, wie weit du kommst. Die Ellbogen bleiben immer nah am Körper. Einmal noch. Setz den Po zurück auf die Ferse. Entspann kurz deine Handgelenke. Mal richtige Fäuste machen und die Handgelenke kreisen lassen. Und wir machen jetzt diese gleiche Bewegung nochmal, aber umgekehrt. Machen wir es zusammen. Wir gehen hier einmal nach vorne. Die Nase sinkt Richtung Matte. Die Ellbogen bleiben nah am Körper. Wir neigen den Oberkörper nach unten. Ziehen die Nase zurück Richtung Knie und kommen im Katzenbuckel wieder nach oben. Nach vorne Oberkörper absenken und zurück. Mach das in deiner Intensität, schau, wie weit du kommst. Noch zweimal. Einmal noch und setz dich wieder zurück auf die Fersen, mobilisiere deine Unterarme. Gerade dieser enge Liegestütz, der kann sich am Anfang unangenehm anfühlen, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Aber das kommt mit der Zeit. Vor allem, wenn du vielleicht das Video ab und zu mal machst mit mir, dann kommt es. Gut, wir legen uns auf die Seite. Legen beide Knie aufeinander. Die Hüfte steht auf der Hüfte. Also man könnte da einen Stock durchstecken und die Hüfte würde gerade stehen. Den Kopf kannst du entweder so abstellen oder ablegen oder auf ein Kissen. Schau, was dir gut tut. Wir lassen jetzt Ferse auf Ferse und klappen das obere Bein auf und zu. Auf und zu. Bauchnabel ganz leicht nach innen drücken. Ein paar Mal auf und zu klappen. Versuch deine Ferse auf der Ferse zu lassen. Stell dir vor, die sind festgeklebt. Noch zweimal. Jetzt löse dein oben liegendes Bein und zeichne einen Halbkreis. Wir zeichnen einen großen Halbkreis, nehmen Knie in Richtung Knie, großer Halbkreis zurück, Ferse Richtung Ferse. Du musst dich nicht ganz berühren, zeichne große Kreise in der Hüfte. Wir öffnen hier die Hüfte richtig schön, schließen sie wieder, öffnen sie. Große Bewegungen, schau, was du kannst. Vielleicht werden die Beinkreise immer größer. Zweimal noch. Ein letztes Mal. Und leg deine Beine aufeinander ab. Wir legen alle den Kopf ab. Die Hüfte bleibt ganz stabil liegen. Wir nehmen den oberen Arm und zeichnen große Kreise ganz nah am Boden. Blick und Oberkörper folgt der Hand. Die Hüfte bleibt relativ ruhig liegen und wir zeichnen ein paar große, schöne Armkreise. Genießen diese Bewegung. Gerne den Hinterkopf mit der anderen Hand ein bisschen unterstützen. Kreis noch. Wir legen uns auf den Rücken.
Wir lassen das rechte Bein aufgestellt, die Hüfte bleibt ganz ruhig auf der Matte. Stell dir vor, dein Steißbein ist ein Anker und der drückt deine Hüfte auf die Matte. Die kann sich nicht mitbewegen. Wir lösen das linke Bein, strecken das richtig nach oben aus und drehen das Bein auf. Also linkes Bein dreht sich nach außen auf, Schultern sind weit weg von den Ohren und wir zeichnen jetzt große Beinkreise weit aus der Hüfte und nehmen die Hüfte so wenig wie möglich mit. Schau, wie viel du schaffst und versuch, mit der Hüfte ruhig liegen zu bleiben. Kontrollier dich. Indem du dein Bein streckst, erreichst du den größtmöglichen Radius. Wenn das total unangenehm ist oder nicht geht, dann kannst du das auch mit einem angewinkelten Bein machen. Schau, was möglich ist. Wir ändern die Richtung, mal andersrum. Der Bauchnabel drückt fest nach unten und fixiert unseren unteren Rücken auf der Matte. Ein Kreis noch. Und wir stellen das Bein ab und legen uns einfach einmal auf die andere Seite. Ich drehe mich wieder, damit du mich sehen kannst. Wir beginnen mit der Hüftöffnung auf der anderen Seite. Das war Ferse auf Ferse lassen und das obere Bein auf und zuklappen. Noch zweimal. Und dann löst dein Bein, nimm es nach oben und zeichne einen großen Halbkreis, Knie Richtung Knie, Ferse Richtung Ferse, große Kreise. Vielleicht merkst du auch einen Unterschied zwischen rechts und links. Es ist oft so, dass man da auf einer Seite stabiler ist, mehr Gleichgewicht hat, beweglicher ist. Aber deswegen machen wir das immer auf beiden Seiten, um mögliche Disbalancen auszugleichen. Zeichne mit mir noch drei große Kreise. Öffne die Hüfte. Einmal noch. Und leg dein Bein ab. Leg den Kopf ab. Und zeichne die Armkreise jetzt auf der Seite. Große Kreise, Oberkörper mitnehmen. Die Hüfte möglichst ruhig liegen lassen. Ein Kreis noch. Und dann leg dich hier auf den Rücken. Lass jetzt dein linkes Bein aufgestellt, das rechte Bein nach oben strecken, zur Seite aufdrehen. Die Hüfte bleibt ruhig. Wir zeichnen die Hüftbeinkreise auf der Seite. Bauchnabel fest nach unten drücken. Deine Richtung ändern. Einmal noch.
und das Bein abstellen. Wir drücken uns mit den Ellbogen nach oben, stellen die Hände hinter dem Körper ab, stellen deine Zehenspitzen auf die Matte, die bleiben fest aneinander stehen und schaukeln deine Knie rechts nach links, über die Zehen drüber. Einmal noch zu jeder Seite. Und wir stehen, drehen uns einmal langsam über die Seite um. Kommen in die Kindposition, so heißt es, wenn man sich mit dem Po auf die Fersen setzt. Wir legen vorne. Ihr könnt auch ein Kissen unter die Stirn legen, aber theoretisch geht der Handrücken auch. Wir machen jetzt noch was für die Schulterbeweglichkeit. Legen den linken Arm neben den Körper, klappen die Handfläche nach außen, ziehen den Arm weit nach vorne, heben den dann an, die Handfläche schaut nach oben, so weit es geht. Wichtig ist, da bleibt viel Platz zwischen Ohr und Schulter. Also das hier ist schon zu weit. Ablegen, zurückfahren. Wieder einklappen. Wir machen das dreimal. Noch zwei. Einmal noch. Und wechsle einfach die Seite. Ich ziehe sie wieder anders, damit du es sehen kannst. Handfläche nach außen aufklappen, nach vorne schieben, den Arm einmal heben, Handfläche schaut nach oben, absetzen, zurück. Noch dreimal. Einmal noch. Und los. Richte dich auf, setz dich einmal in einen Schneidersitz, sodass sich das angenehm anfühlt. Wir kreiseln einmal den Oberkörper, die ganze Wirbelsäule, keine Last auf den Händen und den Armen. Genieß die Beweglichkeit deiner Wirbelsäule. Einmal die Richtung wechseln. Einmal noch. Dann bleiben wir in der Mitte. Für die nächste Mobilisation bist du am besten barfuß und greifst dir einmal mit den Fingern zwischen deine Zehen durch. Wir halten uns das Bein und kreisen einmal den Fuß im Sprunggelenk. Erst in die eine Richtung und in die andere Richtung. Legen das Bein wieder ab und lösen. Andersrum. Und absetzen. Wir stehen langsam auf. Oben im Stand. Steh bitte immer langsam auf. Falls du Kreislaufprobleme hast oder dir schnell schwindig wird, ganz langsam bitte nach oben kommen. Wir legen unser Kinn auf das Brustbein,
Knie ganz leicht gebeugt. Wir rollen uns langsam Wirbel für Wirbel nach unten. Nehmen mit dem rechten, mit der rechten Hand den linken Ellbogen, mit der linken den rechten. Den Kopf richtig schön nach innen neigen. Und dann schaukeln wir den Oberkörper aus. Ganz locker, ohne Last. Lass deinen Kopf hängen. Lass die Arme hängen. Bleib in der Mitte, lass beide Hände los und roll dich ganz, ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Streck deine Hüfte, richte den Oberkörper auf, erst den Kopf und dann die Schultern zurückkreisen. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Passt auf euch auf.